Fröhliches Schrauben im Jahre 2024. Wir haben mal die Zahnriemenspannung oder die Rillen-Rippen-Riemenspannung überprüfen. Also wir haben hier die Schrauben. In einigen Foren steht, dass die unterschiedlich lang sind. Habe ich nicht so. Also, da wollen wir mal gucken. Wir machen mal das Licht an. Wollen mal den Zahnriemen auf seine Qualität überprüfen. Ups. Komm, das müssen wir schön festhalten. Das sind so, hier kommen die Bröckchen raus. War der eventuell zu hart? Was soll ich jetzt noch groß füllen? Einen Kilometerstand kann ich füllen. Dass das der erste Riemen ist. 6894. 2007 ist der, glaube ich. Komm, wir rüdeln da noch mal ein bisschen dran rum und dann das andere Ritzel kann man, glaube ich, auch so rausnehmen. Da war sowieso der Freilauf hinüber, den habe ich auch noch liegen, so wie ich den zweiten Roller natürlich auch liegen habe um die Ecke. Oh, geht das nicht? Der geht aber gut runter. Hier soll man ein Blockierwerkzeug nehmen, aber ich habe ein, oder man kann auch hier sowas hier Zange zwischennehmen, habe ich noch, ich habe es noch nicht gemacht, aber die sind nur mit, glaube ich, ist nur mit 50 Newtonmeter fest, von daher wird das jetzt nicht das Problem sein. Da hat sich mal wieder der ADAC gelohnt, obwohl ich noch eine Stunde gelaufen bin und dann noch eine Stunde auf dem ADAC gewartet habe, aber alle haben mich gewarnt. Das reicht auch als Einstand. Auf YouTube gibt es genug Videos, wie man sowas hier löst. Hinter sitzt, glaube ich, noch Gewichte drin. Kann man auch gucken. So, ich mache erstmal Schluss. Ich wollte sowieso im Hellen loslegen, aber das hat mal wieder nicht geklappt.